Auge ohne Gesicht. Die magische Kraft. Eine Saugkopfentnahme oder besser gesagt der Diebstahl wurde beim Esslecker Hof der Familie Meier im Mittelkernort Wackendorf durchgeführt. Ein uralter Brauch, der speziell in der Faschingszeit stattfindet. Höhepunkt ist dabei immer eine öffentliche Gerichtsverhandlung. Der Nachbar hat geschlachtigt und dann sind die Leute zu uns gekommen und haben gesagt, ob ich bereit wäre, dafür einzustehen und dabei zu sein. Das sage ich sehr gerne, das ist fürs Gasthaus und für uns alle und fürs Dorfleben auch Aufmunterung und in der Faschingszeit passt das genau richtig rein. Laut § 5 Absatz 4 Wackendorfer Sauschellgesetz waren eine ganze Reihe an Bürgerinnen und Bürger wegen Mitwissenschaft oder als Täter angeklagt. Schon im Vorfeld gab es im Ort und auch weit darüber hinaus rege Diskussionen. Das Interesse, mit dabei zu sein, war nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch im medialen Bereich hoch. Ja, ich glaube schon, dass das eine spannende Sache wird. Wir sind extra von der Zeitung her draufgefahren, um von diesem Ereignis zu berichten. Eine Verhandlung voller Spannung und Dramatik war garantiert. Wir haben noch vor Beginn den Richter, Staatsanwalt und Pflichtverteidiger zum Interview getroffen. Ja, als Verteidiger ist natürlich, dass meine Erwartungen ganz hoch sind, weil wir haben die, was anscheinend als Beschuldigte geführt werden, sind so ehrenwerte, fesche Frauen und Männer, die einfach für die einfach das Beste rausholen mussten. Das muss klipp und klar aufgeklärt werden. Ich habe die hohe Geistlichkeit, der Richter ist heute da. Wir werden das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen anständig aufklären, damit diese Sautat, im wahrsten Sinne des Wortes Sautat, nicht nochmal durchgeführt wird. Die Rechtsfindung, das ist uns sehr wichtig. Die Rechtsfindung. Und am Ende wird das Urteil gesprochen. Und eins, das ist versprochen. Niemand wird verschont. Richter Dr. Schwenskopf eröffnete die Verhandlung punktgenau. Mit dabei Staatsanwalt Dr. Sauklaue, Pflichtverteidiger Magister Sauschlau, Gendarm R. Rüssel und Gerichtsschreiberin Sabine Bauchspeck, wie auch die insgesamt der 5 Geschworenen. Unter den Angeklagten waren auch einige Gäste vom geschädigten Esslecker Hof. Ein Saukopf still. Ich als Vegetarier? Bestimmt nicht. Nein. Aber. Ja, lassen wir uns überraschen, wer der Täter ist. Manchmal, naja, überdurchschnittlich hoch, wurde die Verhandlung durch lautstarke Wortmeldungen von den Betroffenen, in diesem Fall weiblichen Täter oder Mitwissenschaftler, ordentlich durcheinandergebracht. Das ist familiär bedingt. Wir haben immer die Pappen offen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben sachdienliche Hinweise zu dieser ganzen Causa. Nein. Also, das ist einfach total schief gelaufen. Wir haben damit gar nichts zu tun. Wir wissen davon nichts. Kommen die Verloten und stören die Rille, fladern den Schädel von der Fleischesfülle. Da setzt der Freiheit jetzt die Krone auf. Strafe muss sein, ich bestehe nun drauf. Ob schuldig oder unschuldig, war bei dieser Sauschell-Gerichtsverhandlung im Bezirksgericht Wackendorf in der Gemeinde Liebenfels die Frage. Die Geschworenen haben dabei eine glasklare Entscheidung getroffen. Die Urteilsverkündung schaut so aus, dass eigentlich wie immer alle unschuldig waren. Aber der Hohe Rat hat herausgefunden, es gibt keinen Unschuldigen und alle sind verurteilt worden. Und so soll es auch sein. Ich bin sehr zufrieden, es war eine super Verhandlung und ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben wir die Täter geschnappt und jetzt können wir am Esslecker Hof endlich wieder eine Wurst essen, weil jetzt sind wir zufrieden. Also wir sind Gäste am Esslecker Hof, für uns war das ganz neu und sehr interessant mitzuerleben, oder? 3 Stunden öffentliche Verhandlungsdauer waren vorbei. Ab sofort hatte die Kulinarik mit Sauschädel und anderen Spezialitäten absolute Priorität. Und allesamt freuen sich schon wieder auf einen neuerlichen Sauschädelklau im Fasching 2019. Der Esslecker Hof steht dabei für die Täter wohl nicht mehr am Plan.